Ich glaube, Österreicher können sich mit den Lebensdaten von Nico Pirosmani eine wunderbare Brücke bauen. Er ist geboren im Jahr des Gustav Klimt und ist gestorben mit Gustav Klimt 1862 bis 1918. Aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn Nico Pirosmani ist der Rousseau des Ostens. Was auch Henri Rousseau für Picasso, Matisse und Georges Braque war, die Naive, die Amateurmalerei, die den Durchbruch zur Avantgarde ermöglicht hat, hat Nico Pirosmani im Osten gemacht. Sein Leben war überschattet von Armut. Verschiedene Gelegenheitsarbeiten als Eisenbahner, als Schaffner haben nicht wirklich zu einem befriedigenden Ergebnis geführt. Er wurde Alkoholiker und malt schließlich für Butter, Brot und Essen auf Planen seine Bilder. Das sind Gemälde, die in ihrer Poesie auf diesen schwarzen, gewachsenen Tüchern nicht zu übertreffen sind. Und als er stirbt in einem nassen Kellerloch in Tiflis 1918, bemerkt das niemand. Wir wissen nicht einmal, wo er begraben ist, er wird von niemandem beweint. Aber schlagartig sollte er dann der Held schlechthin von Georgien werden. Pirosmani hat eigentlich Traumbilder gemalt, kollektive Träume. Pirosmani ist eine Art Popkünstler, weil er hat eine Sprache, die unglaublich direkt ist und sich an ein breites Publikum wendet. Er war ein Landstreicher und hat eigentlich wahrscheinlich diese Harmonie gar nie erlebt, des Zusammenseins, die er malt. Das sind Träume, die wir auch wiedererkennen. Pirosmani hat diese wunderbare Bildsprache, die glüht, wie er die Motive aus dem Dunkeln herausarbeitet, so ein Tier, das einen dann anschaut. Und man hat das Gefühl, kein Strich ist zu viel. Es ist wirklich reduziert auf genau das Message, was er sagen will. Oder so ein Frauenbild ist unglaublich. Es gibt keine so in der Erde verankerte Frauendarstellung um 1900. Da sind die Frauen immer irgendwie frivol, überzärtelt oder Divas oder Göttinnen oder was immer. Hier, das ist eine sehr erdverbundene Figur. Was macht die Bedeutung von Nico Pirosmani aus? Er hat ja in dieser Amateurhaftigkeit keine Perspektive beherrscht. Er verortet seine Figuren nicht im Raum. Er malt sie immer frontal oder streng im Profil, wie eine Kinderzeichnung. Aber gerade dieser Primitivismus sollte für den Neoprimitivismus der russischen Avantgarde, für die Goncharova, für Larionov, für den frühen Malevich und Chagall unendlich wichtig werden. Und er ist so wichtig, dass sogar zeitgenössische Künstler ihm ihre Ehre erwiesen haben. Schon Picasso hat ein Porträt von Nico Pirosmani gemalt. Und aus Anlass dieser Ausstellung hat Tadao Ando einen Tischsarkophag für dieses unbekannte Grab von 7 Meter Länge mit hunderten blauen Rosen für Nico Pirosmani gemacht. Ein Tisch, von dem Pirosmani immer geträumt hat, dass die großen Künstler seiner Zeit um ihn sitzen, mit ihm Tee trinken und über Kunst reden. Und heute finden sich da Georg Baselitz, Kiki Smith, Kilimnik und andere Künstler ein, die ihm ihre Ehre erweisen in dieser Ausstellung, weil er mit seiner urtümlichen Kunst wirklich ein Vorbild sein kann für jeden, der das Echte, das Wahre, das Authentische sucht.